Liebe Schwestern und Brüder in Christus, das bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter wird eingeleitet mit einer Frage. Ein Gesetzeslehrer fragt Jesus, wer ist mein Nächster? Für damalige Zeit im Judentum eigentlich eine überflüssige Frage, denn man wusste, wer der Nächste ist, der Volksgenosse. Aber diese Frage gibt Jesus die Möglichkeit, seine Sicht darzulegen. Nämlich, Jesus meint, mein Nächster ist immer der, der meine Hilfe braucht. Ich bin hier im Buchcafé der Freisinger Caritas. Normalerweise arbeiten hier Menschen, die im freien Arbeitsmarkt keine Chance haben. Aber jetzt ist diese Einrichtung durch die Krise geschlossen. Auch die Freisinger Tafel ist geschlossen. Und von daher hat hier die Caritas die Verteilung der Lebensmittel übernommen. Die sind auf Spenden angewiesen. Und ich glaube, sie brauchen auch immer noch Spenden, sie brauchen Mithilfe. Die Menschen innerhalb der Krise und außerhalb der Krise, die beruflich, aber auch ehrenamtlich für andere da sind, anderen helfen, sie verwirklichen das, worum es Jesus geht. Nämlich, mein Nächster ist der, der meine Hilfe braucht. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Osterzeit. Und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund sind und bleiben.